Das mobile Studio, das werdet ihr immer wieder an anderen Orten antreffen, Nomen est Omen natürlich. Jetzt vor dem Festsaal hier im altehrwürdigen Erlacherhof. Das Thema, das wir jetzt werden besprechen, ist Smart City Bern oder wie smart ist Bern, ist so ein die Leitfrage. Da habe ich natürlich zwei fantastische Gäste bei mir. Der Leiter Digital Bern, der Jonathan Gimmel. Jonathan, herzlich willkommen. Merci vielmals. Und sein Pendant beim Kanton, der Roberto Capone, Leiter Digitale Verwaltung. Wie geht es dir, Roberto? Geht gut. Der gute Start, ich hoffe, es kommt gut, ja. Du bist aber nervös eigentlich, vor schon irgendeinem Tag. Du hast extrem viel Programm, wie der Jonathan auch, oder? Genau. Am Anfang ist die Nervosität immer da und er leitet sich dir. Wir sind ja nicht nur zu dritt. Wir haben Remo Appanalp, wirklich ein Zeichner vom Grafikatelier Voll, der für uns live zeichnet, der eigentlich eine Zusammenfassung soll machen von diesem Gespräch, Jonathan. Ein Protokoll, wie du es auch nicht so hast in den normalen Sitzungen. Das ist ja die Idee. Heute ist Digitaltag. Da wollen wir ja nicht bei uns im Silo bleiben, sondern noch ein bisschen den Geist auftun. Das Wichtige ist, es gibt ja immer auch eine analoge Seite. Die dürfen wir nie vergessen. Auch wenn es das Wort digital, smart und so Begriffe, ja, wie schwer zu verstehen sind, zu transportieren. Alles, was wir nicht können, einfach zeichnen, was wir nicht können zusammenfassen, ist wie verschenkt. Und darum, der Remo wird uns auch checken, was wir da erzählen. Ist es überhaupt umsetzbar? Am Schluss sehen wir dann, was das wert ist. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist allgemein ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Thema, Roberto. Das merkst du auch. Kanton Bern ist ein riesiger Kanton und ich glaube, dort ist so ein bisschen das Spagat zwischen analog und digital, das Spagat zu machen und dort wirklich die beiden Welten zu integrieren, nicht immer einfach, oder? Nein, es ist nicht einfach. Vor allem ist es nicht einfach, das durchgängig zu machen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir beides können machen, weil nicht alle wollen und können digital, aber wir wollen immer mehr die digitalen Dienstleistungen anbieten. Und wichtig ist, dass wir den Spagat, also eben nicht den Spagat müssen machen, sondern dass wir miteinander die Lösungen können anbieten können, dass es für alle stimmt. Oder? Bist du gut gewesen im Kunstturnen früher in der Schule? Spagat und so, ist das Thema gewesen? Das sind sehr persönliche Fragen, die ich jetzt hier nicht beantworten will. Aber ich gehe viel lieber auf das Thema ein, weil wir reden ja hier nicht einfach über Bern oder über den Kanton Bern. Wir reden davon, dass wir hier zusammen leben und unser Leben hier gestalten. Das heisst, die Durchlässigkeit, die Roberto anspricht, das ist nicht etwas, was nur in unseren Köpfen ist. Wir sind natürlich so konstruiert mit historischen Grenzen. Und die gehen vor die Gemeinde Bern, oder? Gehen die mal zu allen anderen Gemeinden rundum, oder? Weil die leben in Muri, die leben in Worb. Und das ist eigentlich alles das gleiche Lebensgebiet. Und dann gehen wir in eine nächste Ebene, da stellen wir Roberto seine Ebene, Kanton. Und er hat wiederum ganz viele Departemente und Direktionen. Und dann haben wir noch die Bundesebene. Und das zu überwinden, das ist das Thema von dem Durchlässig sein. Und das heisst, das klingt jetzt ein kompliziert. Und das ist auch. Und das braucht so Anlässe wie heute, wo man genau das diskutiert, wo die Frage stellt, ja, wenn wir es dann schon wissen, warum ändern wir es nicht? Und wir zwei, oder, auf unserer Agenda steht nicht das Oberste. Wir wollen überwinden, das können wir nur, indem wir uns aufeinander zuwenden und uns auch auf Standards einigen. Das ist essentiell. Ja, so das Leitthema von diesem Digitaltag ist ja immer auch eben der Diskurs, oder? Der Diskurs zwischen, sag ich mal, Behörden und Bevölkerung. Aber wenn ich jetzt eben dir so zulasse, und das ist auch das Thema, das ich besprechen mit euch, sag ich mal, der Diskurs zwischen den Ämtern ist fast so zentral, dass man überhaupt, wie soll ich eine Plattform, herbringt, wo die Bevölkerung nachher mitreden kann, oder auf diesem Weg? Absolut. Also ich glaube, das ist entscheidend. Also einerseits müssen wir ganz gut der Bevölkerung oder der Wirtschaft zulassen, was brauchen sie überhaupt. Und das dürfen wir nicht vergessen, wir machen es ja für sie. Aber andererseits müssen wir ganz, ganz gut miteinander reden. Und da gebe ich Jonathan recht, auf allen Staatsebenen. Und mit dem Bund, wir müssen in Line sein, dass wir die Sachen miteinander umsetzen können. Wie ist es dann? Wir reden da von verschiedenen Ebenen. Gemeinde, Kanton, Staatsebene, wo auch verschiedene, Souveräne tätig sind. Also der Kantonssouverän, das Volk von Bern, ist ein anderer Souverän als der von unserem Land. Und dann hast du so Abstimmungen, nationale wie eine Idee, die zum Beispiel abgelehnt werden. Was hat das denn für einen Einfluss, sage ich mal, fangen wir an mit der Kleinstentität, mit der Stadtgemeinde? Was hat das für einen Einfluss auf deine tägliche Arbeit, wenn du merkst, der Souverän von unserem Land will vielleicht etwas anderes als du? Also wir müssen sehen, wo leben Menschen, oder? Menschen leben als erstes in einer Gemeinde. Und das ist Emotion. Sie erkennen sich wieder, unsere Bevölkerung, auch mit dem Bern, mit dem Stadtbern oder eben dem Lebensraum Bern. Und dort, wo Menschen leben, dort wollen sie auch ihre Bedürfnisse befriedigen. Und darum ist wie das Zusammenspiel oder von dem ausgehen, auch natürlich ein riesen Motor. Und ich kann sagen, die Städte jetzt in unserem Fall, die Städte sind auch die Wirtschaftsmotoren, das sind die Innovationsmotoren. Und das ist an uns, und das bin ich sicher, genau der Wunsch, von Mitgestaltung, von
Hoheit auf den Daten eben aufzunehmen und auch so ein bisschen voranzutreiben. Oder? Und der Kanton, der ja auch die ganz kleinen Gemeinden bedient, allen muss gerecht werden, der muss auch darauf zählen, glaube ich, dass eben die wirtschaftliche Möglichkeit haben, hier voranzugehen. Also wenn die Bevölkerung sagt, nein, wir wollen jetzt keine privatisierte digitale Identität, das ist wie ein klares Votum, dann ist das für mich natürlich Auftrag, zu überlegen, was heisst das für mich, und das in eine Handlung zu bringen. Und nicht darüber zu lamentieren, der Bund sollte, sondern eigentlich das in den Alltag umzusetzen. Und das können wir und das machen wir. Und darum spannen wir beispielsweise mit anderen grossen Städten im Kanton Bern zusammen, die genau die gleichen Bedürfnisse haben. Und zusammen sagen wir dann, laden wir den Kanton ein und sagen, schau, wir haben da Ideen, wie wir die Fragen umsetzen können. Mach doch mit, oder? Und damit ist ja klar, wir sind ja bereit, in eine Vorleistung zu gehen. Ohne das gibt es keine Innovation, gibt es keine Veränderung. Und da sind wir so absolut einig. Und ich finde, wir haben viele Themen. Oder? Wir sind sehr ein bürgerlicher Kanton und das ist sehr wichtig. Und wir sind rot-grüne Städte, alle grossen Städte, die ganze Schweiz ist das so. Und in der Frage der Digitalisierung interessiert das nicht. Das sind alles die gleichen Menschen mit gleichen Bedürfnissen. Und das zu überwinden, ich glaube, das ist eine grosse Chance von dieser digitalen Welle, dass man eigentlich auch zeigt, wir haben Lösungen für alle Wünsche, auch unabhängig von der politischen Couleur. Und wir haben vor allem auch Lösungen für Menschen, die bisher ein bisschen weniger sind im Mainstream gesehen von den Behörden, nämlich Leute mit Migrationshintergrund, Hochbetagte. Also wir schaffen viel mehr Zugänge. Und ich finde, das ist überzeugend in unserem grossen Kanton Bern. Roberto, es geht wirklich darum, glaube ich, ein bisschen die Schwelle, wie soll ich sagen, aufzuheben oder zu senken. Aber trotzdem wird ja, der Vergleich, der Stadt-Land-Graben wird im letzten Jahr politisch wieder mehr bemüht von gewissen Exponenten. Wie erlebst du den Stadt-Land-Graben digital? Gibt es den oder ist das etwas, wo konstruiert wird? Also digital habe ich das Gefühl, ist er eigentlich nicht so gross. Also ich fühle ihn oder erlebe ihn nicht so gross, auch persönlich als Bürger nicht. Sondern ich habe eher das Gefühl, es geht mehr um Vertrauen. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir müssen, was ich vorhin gesagt habe, einerseits herhören, was braucht eigentlich der Bürger, was wünscht er sich. Und dann müssen wir schauen, wie können wir es umsetzen und wie können wir das Vertrauen vom Bürger gewinnen. Die AID-Abstimmung zeigt es eigentlich relativ gut. Man hat das Vertrauen nicht gehabt in die Lösung. Und deshalb müssen wir jetzt einen neuen Anlauf nehmen. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir aus dem lernen, und nach vorne eine Lösung anbieten, wo eben das Vertrauen geschenkt wird dazu. Das, was der Jonathan vorhin gesagt hat, vielleicht, also ich habe es jetzt so interpretiert, die Städte müssen eher visionär sein und vorangehen und dann der Rest vielleicht vom Kanton oder ja, vom Land abholen mit Ideen. Siehst du das auch so oder hast du das Gefühl, das geht auch anders, dass zum Teil eben, wie soll ich sagen, digitale Innovationen durchaus auch vom Land kommen können? Ich habe heute ein Gespräch mit einem, der eine App hat erfunden für die Landwirtschaft, zum Beispiel eher ländlich, oder? Und sehr innovativ. Wie siehst du das dort, so die Balance? Also einerseits ganz klar der Meinung, die Landwirtschaft ist sehr innovativ, ehrlich gesagt. Die sind sehr digital unterwegs. Also man denkt, wie die heute produzieren, wie sie heute ihre Planung machen, das ist sehr stark digital. Also ich glaube, dort gibt es nicht den Graben. Was ich ganz klar sehe, ist, dass die Städte ganz klar eine andere Aufgabe haben, weil sie eine andere Population haben und eine andere Herausforderung. Und denen muss man begegnen. Wir als Kanton zum Beispiel müssen ja Klammern über alles machen, für die kleinen Gemeinden wie die grossen. Wir wollen allen gerecht werden. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen. Wer tut welche Herausforderung ansprechen und so, dass wir am Schluss aber die Lösungen ähnlich oder gleich haben, oder? Dass sie zusammen arbeiten. Und wie macht ihr das eben? Wie beantwortet ihr die schwierigste von allen Fragen? Währenddessen wir nachher dort auch kurz mal auf die Zeichnung werden schauen, weil es sehr spannend ist. Also Remo ist da dauernd verschiedene Zeichnungen am Ablegen. Aber die Frage eben, wer macht was? Wie beantwortet ihr die? Oder wie macht man das überhaupt in so einem Konstrukt Kanton, Stadt, Städte, Gemeinde? Ja. Aber jetzt nehmen wir noch mit, was du schon angesprochen hast. Wir haben auch immer ganz viele Players innerhalb der Behörden, oder? Also nur ein Beispiel, oder? Wir haben etwa 5'000 Mitarbeiter, kantonale Verwaltung 15'000. Nur dreimal grösser. Wir haben aber alle wiederum Direktionen, die müssen wir alle abholen, dort wo sie sind. Oder? Das ist mal das eine. Und alle haben ganz nahe Bevölkerung ein Geschäft eigentlich. Oder? Vom Straßenverkehrsamt bis zur Sozialhilfe, das ist ein riesen Bogen. Und alle nehmen auf die Reise mit, damit das möglich wird und wir am Schluss die Bevölkerung abdecken können. Und bevor ich, also jetzt muss ich noch etwas sagen, wir dürfen nicht vergessen, oder? Wir reden auch noch von ganz vielen Arbeitsplätzen. Wir haben jetzt nur von der Bevölkerung geredet, was natürlich in den Bedürfnissen uns auch das Nächste ist. Aber allein die Stadt Bern, das ist eine der einzigen Städte in ganz Europa, die mehr Arbeitsplätze hat als Einwohner. Wir haben 185'000 Arbeitsplätze.
Und es geht überhaupt nicht an, dass wir die ganze Steuerung der Wirtschaft wieder über unsere 50 eigenen Schalter gehen lassen, dass wir nach der Gemeindegrenze wieder ein Ende haben. Für jede Überzeitbewilligung gehe ich zum Regierungsstatthalter, eine kantonale Instanz. Also das schreit ja danach vom Harmonisieren. Und da muss ich eben sagen, das steht das Bedürfnis der Bevölkerung und der Wirtschaft im Vordergrund. Wir liefern und entwickeln Lösungen. Und dann müssen sich halt unsere verschiedenen internen Players auch darauf einstellen. Also es ist nicht so, dass wir alle Bedürfnisse innen raus müssen befriedigen. Ich glaube, klar ist, das ist jetzt deutlich rausgekommen. Wir orientieren uns am Puls aus Bevölkerung und Wirtschaft und übersetzen das in erfolgreiche Modelle für alle anderen mitzunehmen. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir hier jetzt zusammen reden, das ist eins, und das machen wir natürlich auch formell. Und wir machen das auch, indem wir uns einig sein, dass es eine Harmonisierung braucht von diesen Werkzeugen. Also das ist sehr einfach. Am Schluss haben wir wie eine Werkzeugkiste. Wenn wir uns darauf einigen, sind die gleichen drinnen, die gleichen brauchen, dann können wir ganz am Puls vor der Bevölkerung bei uns im Quartier raus genau die gleiche Logik anwenden, wie der Roberto und seine Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Verwaltung auf kantonaler Ebene. Und was so trivial tönt, oder? An dem krankt es in der Schweiz noch und nöcher. Und was wir hier erzählen, ist ja nicht völlig neu, oder? Und die Frage ist ja berechtigt, warum sind wir nicht weiter? Und sicher spielt eine Rolle, dass das ein bisschen gebraucht hat, das Verständnis, das Bedürfnis im Zentrum stehen. Aber wir haben jetzt beispielsweise schon mit der Regionalkonferenz Bern-Mittelland und mit den Vertreterinnen und Vertretern vom Grossen Rat dort drin genau das diskutiert und ihnen zeigt, so würden wir das lösen, wie eine gemeinsame Instrumentenwelt schaffen für das Behördenportal. Und ich kann sagen, Politik, egal welche Couleur, ist begeistert von dem. Also überzeugen, gewinnen, sensibilisieren, gleichzeitig Lösungen anbieten, ich glaube, das ist unser Weg, den wir können. Also das sind eigentlich zwei Dirigenten mit zwei verschiedenen Chören, die aber gleichzeitig in der Regel recht häufig zusammen singen sollten. Das ist schon schwierig. Ja, manchmal stehen sie halt einfach falsch, aber das passiert halt. Aber nein, das ist schwierig, aber ich glaube, erstens ist die Zeit, Zeit ist richtig, die schafft für uns. Also Sensibilität, Sensibilisierung ist da, man weiss, man wird in die Richtung gehen, und zwar nicht nur wir, sondern alle. Der Druck kommt von überall, was gut ist. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Bestrebungen, also wir sind sehr divers unterwegs und autonom und unabhängig und nicht synchron auch, und zwar auf allen Staatsebenen da auch wieder, und da ist sich jetzt viel informiert. Also wir reden wirklich viel zusammen, wir sind formell auch miteinander verbunden, mit den Gemeinden, wir arbeiten aber auch mit dem Bund zusammen, es wird die digitale Verwaltung Schweiz wird jetzt aufbauen, dass man auch dort eine Konzentration hat und wir alle können mitreden, damit wir einen gemeinsamen Plan können definieren und in die gleiche Richtung gehen. Weil am Schluss umsetzen kann jeder individuell, wenn wir eben, der Jonathan hat es gesagt, wenn wir die richtigen Standards haben, Methoden uns geeinigt haben, welche Schnittstellen das wir brauchen, dann müssen wir einfach umsetzen, dann integrieren wir. Und an dem müssen wir jetzt arbeiten. Also wir spüren zwar aussen vielleicht wenig, aber wir arbeiten viel an diesen Themen und das ist halt die Grundlage. Man spürt aussen schon etwas, ich muss da schnell schauen. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Bilder bekommen vom Remo, auf der anderen Seite haben wir auch einen Artikel, der da noch rumschwirrt. Und zwar, der war schon in der Zeitung, aber wir schauen zuerst mal die Bilder an. Gleichwohl die Schlagzeilen möchte ich schon mal lesen. Stadt Bern Nummer 1 in Sachen digitale Entwicklung in der ganzen Schweiz, also noch vor Zürich. Jonathan, du bist auch heute sehr stolz aufgestanden. Also ich habe einfach Freude. Und zwar habe ich Freude für alle, die sich engagieren für das, aber ich habe vor allem Freude für die Städte. Weil ich glaube, dass das eben zeigt, dass das auch eine Aufgabe ist von der Städte. Weil dahinter steht ja viel Geld, das muss man wissen. Und der Roberto hat gesagt, bei uns ist das Leben etwas dichter, wir haben viel mehr Herausforderungen. Und wenn es uns gelingt, das sehr nach der Bevölkerung zu übersetzen, und um das ist es ja gegangen, wer hat möglichst gute Zugänge, schon heute, oder? Dann finde ich, ist das eine riesige Ambition. Und gleichzeitig, da müssen wir so klar sein, alles, was wir jetzt geredet haben, ist deutlich, wir stehen am Anfang. Und wenn wir das jetzt wie als Schwung nehmen können, als Spin, und sagen, und das lohnt sich eben, das zu überwinden, das Silo-Denken, das Ebenen-Denken, horizontal auch schon, wo sind eigentlich die Umlandsgemeinden, dann gewinnen wir viel. Und in der Stadt haben wir etwas Interessantes gemacht. Wir haben nämlich etwa vor 2 Jahren gesagt, wir können die Grenzen gar nicht überwinden, wenn wir auch in diesen Grenzen arbeiten. Darum hat man auch das Gremium eingerichtet, also
von der Regierung wie einer Kommission, die gesagt, wir koordinieren das jetzt koordinieren über die ganze Stadt. Und ich kann wirklich sagen, seither ist auch das Zugewandtsein zwischen dem ganz anders. Und entsprechend haben wir auch sogar das Geld gebündelt, dass wir wirklich vorwärts gehen können. Ich glaube, es gibt immer Menschen, die das Wichtigste sind, sowohl von den Bedürfnissen wie auch die, die überhaupt einen Wandel herbringen. Aber auch eine gute Organisation hilft, dass man einfach zu einem gewissen Tempo kommt. Und das, da habe ich auch das Gefühl, da haben wir eine gute Zusammenarbeit jetzt, aber ich bin auch sicher, da werden wir uns auch noch wirklich müssen zuwenden, über Grenzen hinweg, Städte, Kanton, Bund, und nicht auf die anderen warten, weil es kann niemand für alle das erledigen, wir sind alle in einer Verantwortung. Wie smart ist Bern, ist eigentlich unser Leitmotiv oder unsere Leitfrage. Roberto, und auch für dich eben als kantonaler Vertreter in diesem Gemeinderanking, unsere Stadt Nummer 1, macht auch dich stolz. Du hast vorhin auch mit glänzenden Augen den Artikel noch schnell durchgelesen. Ja, es macht mir einfach Freude, dass man scheinbar hier den Weg gefunden hat, einfach sich an Bürger zu wenden und Dienstleistungen einfach herzubringen und anzubieten. Und das, ich finde, das ist das Wichtigste. Und da können wir uns alle zusammen sicher einen Schnitt abschneiden. Das ist wichtig und richtig und schön, dass es in die Richtung geht. Also das heisst, all das, die Gespräche von heute oder von vor einem Jahr, haben scheinbar auch gefruchtet. Oder? Und das ist der Weg. Das brauchen wir ja, so Erfolge, um auch wieder nach vorne zu schauen und wieder abzutauchen. Oder? Absolut. Tauchen wir schnell ab, und zwar oder ein in die Zeichnungen, dass der Kameramann, der Martin, das auch sieht, wie wir es umkehren. Der Remo steht dauernd dran und wir sehen da, das ist eigentlich, ich tue es jetzt mal interpretieren, Remo, gell? Wir sehen da, wir können es zusammen anschauen. Ja, und das ist Bio. Ja. Wir haben da eine Cloud, oder? Mit der grossen Städten, wir haben den Kanton, Roberto, das wärst jetzt in diesem Fall hier. Der Jonathan ist hier. Wir haben verschiedene Clouds. Bei einem steht Safe. Ich glaube, das ist ein wichtiges Bedürfnis der Bevölkerung. Bei anderen steht Free. Ja. Etwas, das wir vielleicht nur peripher vorher angeschnitten haben. Aber trotzdem auch etwas, was die Bevölkerung erwartet. Oder? Die öffentlichen Dienste, die zahlen wir ja mit unseren Steuern. Oder? Das ist so. Vielleicht, oder? Wir sind ja im Begriff Smart. Jetzt, was ist schon Smart? Also 85% der Bevölkerung ist so ein Handy. Ja? Smart, das ist fantastisch. Und das hat uns erklärt, Smart heisst ja in dem Fall, es ist sehr gäbig. Es nimmt uns etwas ab und was smart ist, bringt mir letztlich Zeit für meine Bedürfnisse, macht mich frei. Und jetzt, smart bedeutet für uns aber auch noch, wir schonen auch noch die Ressourcen. Schonen. Also nicht einfach möglichst alles so gäbig sein, zu Lasten von jemand anderem, sondern wir bündeln alles, was es schon so ein bisschen gibt, die uns zusammenführen, wie wir es auch schon geredet haben, so dass es papierlos wird, dass ich nicht 100-mal einen Schalter muss rennen für triviale Sachen, dass ich möglichst viel digital anstossen kann, wenn ich aber will, auch telefonieren kann, vielleicht rund um die Uhr. Das ist all das, was wir uns gewohnt sind, smart. Das ist das, was ich selber erlebe als Mensch und als Teil der Gesellschaft. Dann gibt es aber auch noch die ganze Infrastruktur hinten dran, wo ich gar nicht etwas davon merken will. Ich bin froh, wenn Glascontainer geleert sind, wenn ich Glas entsorge. Damit man die gut entsorgt, haben die einen Sensor drin. Und der füllt die Füllmenge messen, damit der oder die Fahrt mit dem rundherum fährt, nicht für nichts rundherum fährt. Und jetzt merken wir, da ist ganz manchmal aneinander smart. Und das bedeutet, wir gehen einfach sehr sorgfältig um mit Menschen, mit ihrer Zeit, aber auch mit Ressourcen, mit Energie und so weiter. Also das ganze System, an diesem kleinen Beispiel, merken wir, was das bedeutet. Und jetzt zum Kanton, beispielsweise das Baubewilligungsverfahren, wo ich früher so viel Papier habe eingereicht habe, das findet gar nicht mehr statt, das geht jetzt digital. Und das geht ja über verschiedene Ebenen, von der Gemeinde zum Kanton und dreimal hin und her, schlimmstenfalls, oder? Und so verändert sich das auf dieser Ebene. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, und das ist immer dann, wenn es meine eigenen Interessen betrifft. Was passiert an meiner Straße, in meinem Quartier, in meinem Haus, in der Politik? Da geht es um Mitwirkung. Und das ist auch der dritte Bereich vom Smart. Das heisst eben, wir können wirklich dort, wo wir wollen, richtig mitreden. Und auch das ist etwas, wo wir auch am Anfang stehen. Wir haben zwar institutionelle Mitwirkung, wir haben in Stadt Bern eine ganz starke Quartierpartizipation, hervorragend. Das ist alles in der Tendenz ein bisschen hochschwellig. Da wirklich herzukommen, die tamilische Tanzgruppe rein, sie einzubinden in den Prozess. Das ist das, was jetzt vor der Tür steht, unter dem Titel «Smarte Teilhabe». Und von dem her, «smart» ist ein wunderbares Wort. Ich habe jetzt ganz viele drei Facetten aufgetan und überall konkret gesagt. Und ja, an dem arbeiten wir dann auch noch, auch dann, wenn die Medien eben nicht zuschauen. Oder? Und das scheint auch Teil unserer Aufgabe zu sein.
Absolut. Schauen wir noch. Das ist schon ein schönes Bild, finde ich. Wir tun das hier auf die Seite zuerst. Digital und digital. Da zwei Bürger und eine Bürgerin, die sich die Hand geben, sogar mit beiden hängen. Das ist sehr, fast so eng umschlungen. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, gibt der Integrationsfaktor, sehe ich jetzt hier in diesem Bild. Oder? Möglichkeit, ja, Wände nicht zu reissen mit dem digitalen Raum, wo überall kann stattfinden kann. Roberto, wir haben es vorhin gehört, zum Beispiel die tamilische Tanzgemeinschaft, Stadt Bern, glaube 14 Sprachen. Auf dem digitalen Auftritt. Ist auch ein Grund, warum wir das Städteranking gewonnen haben. Erlebst du das täglich, Roberto, weißt, dass du merkst, dass eure Arbeit auch wirklich integrativ wirkt? Also ich glaube, sie muss integrativ wirken. Ich finde das Bild symbolisch auch, die Leute an der Hand nehmen können. Oder? Also wirklich sie herführen zu diesen neuen Möglichkeiten. Oder es gibt Leute, die haben diesen Zugang gar nicht oder verstehen nicht. Und auch dort müssen wir anfangen wirken und die Leute enablen, den Leuten Sachen ermöglichen. Wir werden es heute im Award noch sehen, wir verleihen Preise in die richtige Finger. Das ist extrem wichtig, oder? Also, dass wir effektiv allen die Möglichkeit geben, einfacher und nicht erschwellig einen Zugang zu haben zur Behörde oder? Und nicht zum Schalter müssen zu wandern von weiss nicht woher. Oder? Das ist eigentlich ja das Ziel, das wir haben am Schluss. Das ist auch etwas, was wir ja letztes Jahr intensiv diskutiert haben. Letztes Jahr war alles auch im Zeichen der Covid-Krise. Ja. Die ist immer noch da, klar, aber wie soll ich sagen, wir sind vorwärts gekommen als Gesellschaft. Und letztes Jahr hat man auch darüber geredet, dass man die Leute nicht vergessen darf oder dass man niemand abhängen darf. Ja. Die älteren Bevölkerungsschichten. Was machen ihr beide dort, wo ja eben doch sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben, die älter sind, die nicht Digital Native sind? Wie holt man die ab? Also ich glaube, was wir dürfen zur Kenntnis nehmen, ist, dass natürlich die Digitalisierung, und da gibt es eine schöne Studie von ProSenectute, die ist ja letztes Jahr hier auch vorgestellt worden, heute ist auch wiederum das Thema, dass wir sehr viele einfache Zugänge haben können, auch über digitale Kanäle bis in ein solches Alter. Wir erreichen die Hochbetagten nicht. Da gibt es andere Formate, unter anderem das traditionelle Fernsehen. Darum haben wir auch drei Sendungen dürfen produzieren mit TeleBern, als Versuch, auch dort weiterzukommen. Auf der anderen Seite aber all die, die unser System nicht kennen. Und das ist immerhin eben in der Stadt vielleicht ein Drittel. Und das muss man sich bewusst sein. Und da gibt es zwei Themen dazu zu sagen. Das eine ist, je mehr dass wir alles können anbieten können aus einer Hand, rundum, smart, gebig, desto mehr kommt das Prinzip Digital Only. Und auf der anderen Seite braucht es eben Befähigung. Das heisst, wir müssen sowohl mit den Schulen schon zusammen, wie auch dezentrale Angebote anbieten, wo wir viel näher wieder an die Menschen kommen. Ich sage, bis zum Haustürgeschäft, einfach als Geistungskonstrukt, wo wir die Leute können abholen können, aber letztlich sie befähigen, in dieser digitalen Welt teilzunehmen, durch ganz einfache Zugänge zu schaffen. Weil alles andere, Wirtschaft, öffentlicher Verkehr, ein Billetautomat von SBB, eine App, Follow Me und so weiter, das ist alles Zeug, das unser Leben mitprägt. Und wir haben da, ich glaube, auch eine neue Aufgabe, nämlich Menschen den Zugang zu zeigen, aber auch so zu machen, dass sie selber daran wachsen können. Und da haben wir jetzt beispielsweise in Covid-Zeit, für das auch ganz konkret zu machen, gemerkt, dass wir auch zum Teil zwar digitalisierte Prozesse haben, aber auf der dritten Formularseite können wir irgendwelche Angaben zu deiner ZPV-Nummer steuern. 98% der Bevölkerung können ZPV-Nummer in auswendig wahrscheinlich. Das wäre doch Eindruck. Nein, oder sozioökonomische Kriterien, wie viel verdienst du? Und dann merken wir, nein, also das einfach bleiben auch im Inhalt, die einfache Sprache, verständlich, die auch eben gemessen worden ist in diesem Rating, das ist wieder der zentrale Punkt. Und dort arbeiten wir jetzt als Stadt eben intensiv dran, weil das ein politisches Issue ist. Wie schaffen wir inklusive Gesellschaft? Ja, indem man überhaupt versteht, was unsere Themen sind. Oder aber wir haben zum Beispiel so ein Reservationssystem anbieten, damit ich nicht einen Schalter muss gehen bei den Einwohnerdiensten oder anderen Orten und ewig warten wegen der Gesundheit. Das kann jetzt ganz einfach im Internet mir einen Termin buchen. Das klingt jetzt trivial, aber das hilft, ganz einfache Zugänge zu machen und ganz verständlich dann aber wieder dürfen mit einem Menschen eigentlich meine Bedürfnisse besprechen. Und so nähern wir uns dem an. Für einen grossen Wurf, das ist für mich klar, oder? Braucht es eine grosse Harmonisierung von diesen Werkzeugen. Und ohne das bleibt all das, was wir sagen, once only und so weiter. Also wirklich eine Plattform, wie man das kennt, von der Wirtschaft, oder? Wo man Behörden hinten dran harmonisiert, einfach eine Fantasie.
Und da sind jetzt, wird sicher gefordert, aber da sind auch wir gefordert, das einzufordern in der Politik, dass wir das machen können und dass wir auf die Reise gehen. Also wir haben jetzt schon gemerkt, wir haben ganz viele erfolgreiche Ansätze und die gehen wir auch weiter. Aber es braucht jetzt auch noch ein, zwei, drei Schritte mit den gemeinsamen Werkzeugen. Und das nehmen wir auch mit, eigentlich mit dem Preis, aber auch mit der Erkenntnis aus Covid, dass es die grossen Schritte braucht und im Alltag können wir schon viel verändern, dass es gleichgäbig ist. Ihr merkt jetzt auch, der Erlacherhof ist smart, da piepst es, wenn irgendetwas nicht stimmt. Es ist nicht der Feueralarm, das ist schon mal gut, es war eine offene Tür. Ja, eben, die Harmonisierung von, immer wieder reden wir ja über das, die Harmonisierung von diesen Tools oder von diesen, wie soll ich sagen, von diesen Verwaltungsinstrumenten. Wie fest kann da auch Privatwirtschaft, sage ich mal, hier ein Symbol sein, dass das Privatwirtschaft ist, sage ich mal, Startups, wirklich einfache Tools in der Cloud und hier, dass da die Verwaltung wäre. Weißt du, Roberto, dass ihr auch so ja, von außen eigentlich Inspirationen bekommt? Wir haben heute auch viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer da, die Impulse geben können. Wie ist die Zusammenarbeit, sage ich mal, mit der Wirtschaft und mit der vor allem auch jungen Wirtschaft? Also grundsätzlich werden wir keine Lösungen anbieten, wo wir nicht irgendwie die Wirtschaft eingebunden ist. Also wir bauen sehr selten selber Lösungen von Anfang bis zum Schluss. Sondern es ist, ich muss ehrlich sein, das meiste ist erfunden und was noch nicht erfunden wird, müssen nicht unbedingt mehr erfinden, sondern wir können auch vielen Orten abschauen und das machen wir auch. Also das ist die Idee und zusammen es erarbeiten, in die Innovationen schaffen, indem wir Innovationen zum Beispiel eben wirklich auch kontinuierlich fördern und unterstützen, dass wir überhaupt Ideen bringen und denken und das machen wir dann auch. Die Idee können wir bringen, aber ausarbeiten oder sie weiterführen, tun wir dann immer mit einem Partner, der passt, auf jeden Fall, oder? Sicher auch die Idee heute von diesem Preis, oder, wo wir wieder dürfen vergeben dürfen. Ich glaube, reine Ideen haben, das ist ja noch eins. Oder? Wir wissen alle, eine relevante Idee, also die gute Idee, die erfüllt ein wirkliches Bedürfnis, das nicht abgedeckt ist und es ist relevant für die Gesellschaft. Und da merken wir auch, oder? Ich meine, vieles von der Verwaltung, was sie heute macht, ist erfunden worden in der Amtsstube oder im Studierzimmer. Heute findet man aussen rein, also out of the box. Man fragt, was tut mein Leben günstig begleiten. Oder? Und das ist schon ein anderer Zugang. Darum macht es natürlich der Wandel nicht leichter, weil ganz viele Angebote, die wir haben, werden über die nächste Zeit, also haben ja schon gewandelt und werden sich noch mehr wandeln. Und darum sind wirklich alle betroffen. Aber so einfach ist es mit dieser Innovation nicht. Also ich habe sehr viel auch mit grossen Schweizer Unternehmen zu tun, die zwar glauben, sie haben sehr gute Produkte, Dienstleistungen, Services erfunden, aber noch gar keinen Markt dafür haben. Und das Matching herzustellen, das ist eben auch nicht unbedingt unsere Aufgabe, weil das ist ja die Bevölkerung, die wiederum ein Angebot annimmt. Und gleichzeitig wollen wir ja von beiden Seiten profitieren und für das machen wir so Anlässe wie heute, wo wirklich das so zusammenfließt. Darum organisieren wir es. Wir sind zum Beispiel von Status in so einem Smart City Verein, wo eben alle Parteien drin sind. Und wir wollen ja wirklich den Diskurs erweitern, dass Wirtschaft, Forschung, Lehre, wo wir jetzt noch nicht viel darüber geredet haben, Bevölkerung und Behörden zusammen oder quasi voneinander profitieren. Und da braucht es viel mehr. Das reicht nicht, was wir heute haben. Wir brauchen systematisch dokumentierte Dialoge, damit man voneinander profitiert. Die Stadt Bern wird in Wälde ihr Portfolio veröffentlichen. In unserem Digitalportfolio hat es 160 Projekte. Es gibt keinen Grund, warum das nicht öffentlich sein soll. Wir sollen sehen, an was sind wir dran. Dann kann auch irgendwie ein gutes Start-up sagen, ey, ich habe da eine tolle Lösung dafür. Das schafft so Zugänge, oder? Wenn das der Kanton auch macht, wenn das die anderen Gemeinden und Städte machen, dann sehen wir, wir sind zusammen unterwegs, vielleicht auch in Fragen, die wir noch nicht gelöst haben. Anstatt dass Behörden immer Wahrheiten müssen erzählen, können wir so zeigen, dass wir unterwegs sind und offen sind für Input. Ihr beide seid ja, oder sollt ja Innovatoren sein in eurer Organisation, oder? Und normalerweise, sage ich mal, das Behördenbild, das man ja hat, ist nicht unbedingt das, dass es sehr innovativ ist, oder? Sondern dass die Strukturen halt sind, wie sie sind und dass sie eher träge sind. Wie schafft man jetzt das eben von innen wirklich, die Struktur auch zu ändern mit dem, sage ich mal, mit dem, ja, mit dem digitalen Anspruch, dass man wirklich
ja, die Struktur ändert oder das auch die Arbeitsweise, sage ich mal, von der Behörde? Wie versucht man das täglich zu machen? Also ich denke, ein wichtiger Punkt, Digitalisierung ist ja nicht nur ein Technologiethema, respektive Technologie ist ganz am Schluss von der Digitalisierung von mir aus gesehen, sondern es ist ja ein Thema, fängt ganz weit vorne an, mit dem Bedürfnis und mit der Funktion und mit der Fachlichkeit. Und indem wir das begleiten und das immer wieder thematisieren, hat somit, wie schaffen wir eigentlich zusammen? Also neue Arbeitsmethoden, neue Arbeitsmodelle. Ich meine, Covid oder die Pandemie hat jetzt gezeigt, dass wir auch viel mehr Homeoffice hat wollen und sollen arbeiten und es hat funktioniert, siehe da. Also es kommen schon neue Erkenntnisse und es ist eine Reise. Und ich glaube, auf dieser Reise dürfen wir nie vergessen, dass wir auch uns müssen entwickeln, unsere Mitarbeiter müssen entwickeln und ihnen auch die Chance müssen geben, eigentlich mitzukommen auf dieser Reise. Weil auch sie müssen sich dürfen und können verändern mit diesen neuen Dienstleistungen und mit dieser neuen Art zusammenzuarbeiten. Und das ist genau das, was wir auch machen. Es ist einfach eine lange Reise. Ich glaube nicht, die Digitalisierung ist auch nicht irgendwann ist einfach so abgeschlossen. Von dem her haben wir die Chance und die Gelegenheit. Und was der Jonathan vorhin gesagt hat, mit der Publikation von Vorhaben, können wir uns dann auch abstimmen und gemeinsam eben vielleicht auch gewisse Bewegungen machen, damit die Verwaltung sich auch verändert. Aber es ist wichtig, dass die Mitarbeiter die Menschen nicht vergessen. Die sind der wichtigste Bestandteil von dem Ganzen. Gut, heute im Rahmen des Digitaltags, währenddessen wir dann nochmal das Bild anschauen und der Remo Duren dran ist, merken wir ja, oder, die Verwaltung ist ja nicht, wie soll ich sagen, ist eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Das hat hier um alte Leute, die einem empfehlen, sondern es sind junge, es sind alle mit der Kamera unterwegs, das Instagram-Profil, das läuft auf Hochtouren. Jonathan, ist das etwas, was man vielleicht noch mehr gegen raus zeigen muss? Die Digitalisierung, die ist durchaus da. Klar, man ist jetzt Nummer 1 in der Schweiz, das ist mal ein Resultat, das heute rausgekommen, was schön ist. Aber sage ich mal, dass es bis zur Bevölkerung kommt, dass die Digitalisierung da ist. Das Gefühl, das bringt man genug gut über. Also die Rakete, die der Remo zeichnet, ist die allen bewusst, dass die gezündet hat? Also dann habe ich Freude an der Rakete, vor allem, weil sie ja energetisch natürlich sehr so ein hybrides Modell ist und das ist mehr... Das ist nur eine Rauchmaschine, die da hinten rauskommt, in Wahrheit geht natürlich mit Strom. Nein, ich glaube, das Entscheidende hier ist ja die Erde. Und wir sind unterwegs und wir schauen jetzt mal die Erde von uns an, das gefällt mir sehr gut und zu der müssen wir ein bisschen Sorge haben. Und auf der lebt die Leute, die wir für sie arbeiten. Und das ist eine gemeinsame Sorge und nicht einfach eine Behördensorge. Und das finde ich schon zentral, dass man auch den Dialog deutlich erhöht. Ich habe das gesagt, ein bisschen unter Smart, bei allen wichtigen Themen müssen wir doch viel näher sein, viel besser lernen, herhören. Und wir können nur dann hören, wenn das stattfindet, wo der Roberto manchmal gesagt hat, eben, das Bedürfnis immer wieder suchen. Und das ist nicht nur, wer laut ist, hat das Bedürfnis. Das ist nicht eine Frage von Mehrheit, das ist eine Frage, wie gehen wir um auch mit unseren Minoritäten. Und das denke ich, das schafft digital tolle neue Voraussetzungen. Und ein Punkt ist schon noch, und wir können nicht einfach sagen, ja, wir tun jetzt noch ein bisschen junge lassen, das ist alles so ein bisschen ganz schmal, so ein bisschen Feigenblatt, oder? Das fängt auch an bei den Mitarbeitenden, also zentral, oder? Und Roberto hat schon gesagt, wir machen es mit den Mitarbeitenden. Das erachte ich als zentrale Voraussetzung vom Wandel. Die kommt durch unsere Leute. Das ist keine Frage. Und ich kann sagen, die Mitarbeiter von Stadt Bern, die haben so ein Commitment zu dieser Stadt. Wirklich mit Hingabe, ich bin sicher, das gilt für alle Behörden, nachher Leute. Und es ist unsere Verantwortung, ihnen auch eine Chance zu geben, vor Entwicklung können Teil sein von diesem Prozess. Und jetzt müssen wir auch noch ein bisschen auf die andere Seite schauen. Jetzt haben wir da über alle schöne neue Welten, Smart und so geredet. Fakt ist, dass ein Teil von unseren Aufgaben heute aus einer sehr analogen Welt kommen. Sehr menschenstützend sein. Wir haben sicher ganz viele Leute, die einfach irgendwelche Formulare abschreiben und ein System erfassen. Das braucht es alles nicht mehr. Das kann man alles automatisieren. Wir brauchen dafür mehr Leute, die vielleicht beraten, begleiten. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen und die Hälfte von unseren Leuten, 2.500, haben keinen digitalen Arbeitsplatz. Und wenn ich heute Morgen, als ich gekommen bin, hat es Kollegen und Kolleginnen gesagt, die haben die Stadt gereinigt. Das ist unser Job, für das sind wir da, Service Public. Und für sie alle gibt es den Weg für Veränderung. Und nur wenn jede und jeder weiss, ich bin Teil von dem und ich werde nicht entlassen, nur weil ich jetzt im Wandel bin. Nur dann gibt es eine Voraussetzung, wow, ich mache mit. Und das Vertrauen gerne nach innen, das ist die Hoheit von unseren politischen Chefs und Chefinnen. Und da darf ich wirklich sagen, der Diskurs, der ist wirklich in der Stadt jetzt vorbildlich geführt. Und der Gemeinderat, den wir haben, der weiss das, der lebt das, der sagt das. Und der kann jetzt mit dem umgehen. Und das Nächste,
die er machen wird, ist eine schöne Kampagne lancieren, genau für das Personal unter dem Titel von HR4U, wo wirklich jeder weiß, hey, das geht mir an, ich darf Teil sein davon und wir zusammen schaffen wir es. Also ohne weiche Seite nach innen, die Menschen sind das, was die Schweiz ausmacht und es gibt keinen Wandel über unser Köpfe oder über unser Konzept, die kommt innen raus, aber natürlich auch mit der Ambition, darum passt ja die Rakete, es geht um etwas, wir wollen ja vorwärts machen und das ist auch das, was man von uns erwartet, wie wir es jetzt gesagt haben. Also das ist wie der Bogen, da braucht es auch Politik und da habe ich auch Freude, dass ja der Regierungsrat sich auch zu dem bekennt, oder Roberto, der gesagt, wir machen das zusammen mit dem Staff. Ja genau, und ich glaube, Roberto, wenn wir die Rakete aufnehmen wollen, oder es geht ja um Empowerment, glaube ich auch von den Mitarbeitenden, die Besatzung, die kommen alle mit auf die Rakete, damit man eben hier die Erde, die du schön hast beschrieben, Jonathan, die Erde ist ja eigentlich in dem Sinn, in dem Fall der Kanton, die Kantonsbevölkerung, alle kommen mit auf die Rakete, da braucht es Tools. Der Jonathan hat ein Projekt angesprochen, wie macht ihr es beim Kanton? Also wir haben auch ein Schwerpunktthema, das heisst digitale Transformation und Kulturwandel, wo wir wirklich die Leute jetzt nah bis nah begleiten und befähigen eben und ihnen auch zeigen, was sind die neuen Möglichkeiten auf der einen Seite, was sind aber auch vielleicht neue Voraussetzungen, die es braucht, damit wir wirklich, damit wir eben die Leute können begleiten, damit sie auch verstehen, was wir machen wollen, eben einen Innovationsprozess, den wir einführen, wo die Leute eben auch merken, ah, jetzt bekommen wir auch Zeit für eine Innovation auszuarbeiten. Innovation ist vielleicht bei uns nicht das gleiche wie ein Start-up, aber es ist wichtig, eben, dass wir uns entwickeln in diese Richtung. Und das sind alles Sachen, die der Kultur verändern. Und die tut man auch nicht mit einem Projekt abschließend verändern, sondern das ist auch wieder, ich glaube, es ist auch da wieder eine Reise, oder wie ich es vorhin gesagt habe, eine Reise. Und das machen wir konsequent und Schritt für Schritt und verdaubar. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Oder? Wir dürfen es nicht überfordern oder überladen. Und das macht es auch, ist auch schwierig, oder? Die Balance immer zu finden. Oder? Auf der einen Seite eben Raketen, wir sind eigentlich schon auf dem Mars und mit dem Kopf und eigentlich starten wir noch irgendwo auf der Erde. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit und zu schnell vorwärts gehen. Das ist etwas, was man viel gehört. Oder? Im Kopf vom, sag ich mal, vom Captain oder der Kapitänin ist die Rakete schon lange unterwegs und unten dran die Besatzung, die hat noch nicht mal mitbekommen, dass die Rakete gebaut wird. Oder? Ich glaube, das ist eines der zentralsten Probleme. Oder? 5'000, 15'000 Leute onboarden. Ich frage jetzt mal eine proaktive Frage. Wenn sie die alle onboarden, das ist ja auch eine demografische Geschichte. Oder? Vielleicht sogar eine Frage vor Zeit. Oder kann man das noch beschleunigen? Nein, ich glaube, wichtig ist, dass wir den Diskurs fortlaufend führen, einerseits, so wie wir ihn heute haben, den Dialog, aber auch eben innerhalb des Kantons oder von der Verwaltung, von der Behörden, kontinuierlich das Ziel und die Vision aufzeigen, wo wollen wir her, sie mitnehmen und begleiten. Das auf jeden Fall. Also eben, das kann man nicht so onboarden, also die demografische Entwicklung, habe ich das Gefühl, spielt das eigentlich zu, oder? Also die Digital Natives und was auch immer, da verändert sich viel. Also da sind heute Anspruchshaltungen und Forderungen da, die vor 10 Jahren auch noch niemand hatte. Ein Lehrling heute oder ein frisch Ausgelehrter hat ganz andere Anforderungen oder auch Erwartungen, sage ich mal, als Arbeitgeber als vor 10, 20 Jahren. Und das ist gut so, oder? Und das müssen wir einfach mit berücksichtigen. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich einbeziehen, begleiten, nicht zu schnell, aber kontinuierlich und alle. Und wirklich die Botschaften auf allen Ebenen an. Ich denke vom Regierungsrat jetzt bei uns, bis zu jedem Vorgesetzten, dass man wirklich merkt, hey, es ist eine Absicht, ist da, und zwar durchgängig. Ich spüre das auch. Von Raketen gehen wir weiter. Ich glaube, der Chor haben wir vorhin, das Bild haben wir ja erwähnt. Da ist jetzt nur ein Dirigent, der wäre dann eigentlich zwei da. Hast du gesungen? Schon. Nein, der singt relativ, und mit euch zusammen, der singt das gleiche Lied, das ist schon mal gut. Der singt das gleiche Lied. Ja, vielleicht, wenn wir über das reden, oder? Ich glaube, da geht es eben um Dirigent, da geht es um Führung. Da, wie wichtig ist in so einem Prozess, wo eure Chefs, sage ich, und Chefinnen, die sind gewählt, die können aber auch abgewählt werden. Wie schafft man in so einem Prozess, wo man über mehrere Jahre ein Lied lernen will, Kontinuität? Das sage ich mir gerne. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die singen, die sind schon lange committed für das Singen. Und ich würde das übersetzen, ich habe das Gefühl, all unsere Leute, auch Technik, Handwerk, haben eine hohe Affinität für den Wandel, der ansteht. Und vielleicht sind viele Kollegen, die vielleicht eben irgendwie Einschütter sind, ja, wissen ja genau, wie man das in anderen Ländern macht. Und ich glaube, möglicherweise sind die sogar weiter im Kopf als wir. Und was mir eben gefällt, ist, jetzt geht es um das Dürfen tun.
Und das ist unsere Rolle, das dürfen tun, in einen Prozess hineinzubringen. Und die Dirigierenden, das ist wichtig beim Orchester, oder? Das ist eine Rolle. Und das ist nicht unbedingt eine Hierarchiefrage. Das ist eine Rolle, wahrzunehmen, dass das Projekt, das man hat, zustande kommt. Und das Projekt heisst jetzt Wandel. Und das hat nichts mit Abteilung und Bereich und Direktion zu tun. Das hat mit Service der Bevölkerung zu tun. Und meine Rolle und auch die vom Gemeinderat ist eben, den Wandel mitzubegleiten in dieser Rolle, ohne dass ich für viele Leute ja irgendwie in einer hierarchischen Stellung bin. Und so schaffen wir eben auch eine Zukunft. Und so, das ist das, was man die Kollaboration benennt und so weiter, das ist wie Grund-DNA von Zusammenarbeit, dass alle in dem Orchester, das sieht man ja auch noch, es gibt ja auch noch Musik, es gibt ja auch noch Maske und so weiter, eben eine Rolle haben, dass wir den Wandel herbringen. Und da habe ich das Gefühl, unsere Politik ist sehr affin auf dieser Frage. Das liegt im Wesen der Politik. Und ich will auch sagen, die Politik ist auch sehr kompetent, das zu diskutieren. Dank unserem System in der Schweiz sind wir zwar ein Tick langsamer, aber natürlich auch ein Tick erfolgreicher. Wir sind immerhin das Innovationsland Nummer 1 seit einem Jahrzehnt bald, natürlich wegen der Wirtschaft. Und jetzt sage ich einfach, es gibt keinen Grund, dass man seit den Behörden nicht an den Rang erlangt und dass wir wirklich unsere Errungenschaften noch mehr aufeinander abstimmen. Und da habe ich das Gefühl, unser politisches System stützt eben ein achtsames, verantwortungsvolles Wandeln, wo man nicht die Leute zurücklässt. Wir haben jetzt gemerkt, das bremst hier. Das tun wir jetzt mit so einer guten Rollenverteilung überwinden. Aber dann denke ich, ist das sehr geeignet, die richtigen Fragen zu stellen, wie, wo sind Daten, wer hat für was Verantwortung, genau wie es die Bevölkerung wünscht. Eben, wenn wir über den Chor reden, dann kann ja für vieles stehen. Jetzt ist er, in diesem Beispiel ist er gestanden für die Mitarbeitenden von euren jeweiligen Behörden. Wenn wir eben darüber reden, dass es Bevölkerung ist, ja, oder? Oder die Wirtschaft, hat man ja eben hier, Roberto, viele Leute drin, die nicht ein ACDC-Lied singen wollen, weil es nicht zu hart ist, zu rockig ist, oder andere, die nur klassisch singen wollen. Am Schluss muss man ja irgendwie den Kompromiss finden. Und das ist das, was ich jetzt rausgehöre beim Jonathan, oder? Eben, es geht nicht immer schnell. Aber am Schluss muss man es irgendwie herbringen, dass der Chor grob das gleiche will. 80% müssen wollen das gleiche singen, die Demokratie ein bisschen mehr als 50. Aber es ist immer besser, wenn es mehr als 50 sind, weil es stöhnt schräg und dann wird es schwierig. Und das ist ja die zentrale Aufgabe von Chorleitung. Die Dirigenten wechseln zwar, aber die Chorleitung, die sollte ja gleich bleiben, oder? Das Stadttheater Bern oder das Symphonieorchester Bern ist immer noch das Symphonieorchester Bern in 20 Jahren. Der Dirigent wechselt. Die Idee muss ja gleich sein. Wie schafft man das, sage ich mal, den nachhaltigen Anspruch, ihre digitale Idee zu verankern, ihre Organisation, die eben durchaus so dynamisch ist? Aber ich denke, der Jonathan hat es zum Teil wirklich auch schon angesprochen. Also ich glaube wirklich, einerseits haben wir eine Vision, die ist langfristig. Das ist wirklich das Endziel und das müssen wir bewusst alle ähnlich sehen. Also wir wollen die digitale Verwaltung einfach selbstverständlich haben. Jeder muss sie können, wo er will, wenn er will, wie er will, nutzen. Wir müssen aber auch die nicht können, mit einbeziehen. Und wenn wir die Bilder und die Botschaften, und wegen dem finde ich Bilder sehr schön, schaffen zu vermitteln, dann kann der Dirigent während er Dirigent ist, auch in diese Richtung marschieren. Und wenn ein neuer Dirigent kommt, geht es wieder in diese Richtung. Und mit Überzeugungsarbeit bringen wir auch den her, der vielleicht nicht unbedingt gerne klassisch singt, vielleicht eben doch das mitsingen, weil man merkt, es macht eben gleich Sinn. Und dann können wir das nächste Mal wieder mal ein rockigeres Lied singen. Oder? Ich glaube, das ist wirklich. Und da müssen wir mit Bildern arbeiten, mit Visionen, die wir aber dann wirklich abbrechen müssen ins Tagesgeschäft. Gehen wir zum nächsten Bild, da kommen viel. Wir da wirklich schön unsere Fazit dauernd laufend können ziehen. Jonathan, ich bin sicher, das eine oder andere von diesen Bildern landet in deinem Büro, das ist ja in der Regel so. Oder nach so Digitaltagen nimmst du eigentlich recht viele Souvenirs mit. Also das Schöne ist, wir tun die vielleicht auch noch veräussern und tun damit den nächsten Digitaltag vorfinanzieren. Das haben wir jetzt noch nicht genau abgemacht, wie das so läuft. Nein, ich glaube, was wir ja hier sehen, ist die Vernetzung und auch, was das Smart eben beinhaltet, auf der individuellen Ebene, auf der Systemebene. Und es hilft, ein bisschen die Komplexität letztlich ein bisschen zu lösen. Aber ich bin überzeugt, wir müssen Geschichte einfach richtig erzählen. Man ist sehr gut in den Instrumenten, man ist sehr gut in den Plänen, man ist sehr, in allem so ein bisschen sektoriell sehr gut. Aber zwei, oder? Warum machen wir das? Was ist der Nutzen für die Bevölkerung? Das ist immer zu erzählen und auch auf Ebene Wirtschaft. Warum soll es
50 Zugänge geben, wenn man so über einen machen könnte. Oder? Und man muss auch damit reden, dass, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass wir ja, wenn wir auf die Arbeit selber schauen, dass wir ja auch in einem realen Druck sind. Das Thema Fachkräftemangel steht hier im Raum. Also wie können wir auch eigentlich arbeiten, die man automatisieren kann, weglassen, dass wir auch mehr Zeit haben für wichtige Aufgaben. Es ist eigentlich, wenn man es reduziert, die Geschichte, ist nicht kompliziert. Wir haben eine neue Möglichkeit, es nennt sich digital. Wir verbinden es mit allem, was wir bisher gut gemacht haben. Wir haben heute, bis heute so eine erfolgreiche Schweiz. Jetzt nehmen wir noch das Digital dazu und machen es mindestens gleich gut. Und wenn wir das noch ein bisschen besser machen, also mindestens gleich, dann fällt eben Zeug weg, weil wir das brauchen können. Wir haben mehr Zeit für die wichtigen Fragen, für auch die Welt. Ich sage jetzt einfach, ein bisschen zu retten, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Wir haben riesige Probleme, die nicht gelöst sind. Da nicht so Konferenzen in Glasgow nichts, oder, wo wir merken, wir müssen so in Bern ändern. Und diesen Anspruch habe ich halt schon bei allem politischen Wohlfühlfaktor und Lebensqualität. Das reicht nicht. Wir müssen so schauen, dass es darüber ausstrahlt. Und das ist meine Ambition, das teilen. 99%, egal ob ich gerne ACDC habe oder Alphorn klingt, das spielt keine Rolle, weil das ist unser Leben hier. Oder? Und das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, stufengerechte Geschichte zu erzählen, die Leute begeistern, auf die Reise mitzunehmen. Aber ihr seid ja beide wirklich dort voll integriert bei Smart City Bern, oder? Was wirklich auch darum geht, ja, eben, das zu brechen, dass die Leute eigentlich verstehen, was das geht. Wir haben vorhin Beispiele gehört, wo mich spannend, die glaub, viele Leute gar nicht wissen, dass das Altglas sensoriell gemessen wird und dann durch das eigentlich erst gelehrt wird, wenn es voll ist. Ich glaube, nebenbei auch nicht in allen Gemeinden so, by the way. Aber kantonal sicher auch ein grosses Thema, wobei die Verwaltung dort natürlich viel, viel grösser ist. Wir haben hier ein Velo, wir haben hier Autos. Mit dem Velo kommt man natürlich so Sachen wie Publibike in Sinn. Velo ist, glaube ich, Mobility. Da geht es auch immer ein bisschen um eine Sharing Economy, glaube oder was Smart mit sich bringt. Oder Sharing Economy, wir reden viel über Effizienz, gehört man immer wieder. Wir reden viel, jetzt angetönt, über Ökologie. Wir sind nicht in Glasgow, wir sind in Bern. Wir können hier etwas ändern, im Kanton oder in der Stadt. Wie wichtig ist der beste Aspekt auf allen Ebenen jetzt von eurem täglichen Arbeiten? Das ist der Sharing-Aspekt, der eigentlich erst durch das Digitale möglich wird. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, vor allem es ist auch wieder ein Zeitgeist, oder? Dass es passiert, ja einfach, ehrlicherweise. Oder? Also ob wir jetzt uns verändern oder nicht, passiert es da draussen, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deshalb, und weil es passiert da draussen, heisst es, es ist ein Bedürfnis, es bringt Nutzen und dann müssen wir doch den Nutzen können mitnehmen. Ich finde es gut, was Jonathan vorher gesagt hat, das Thema ist die analoge Welt, die wollen wir auch nicht abschaffen. Es braucht immer noch, wir müssen Leute begleiten, wir müssen Leute pflegen, wir müssen aber Zeit haben für das, für die qualitative Dienstleistung. Und das können wir nur schaffen, wenn wir dafür effizienter an anderen Orten und nachhaltiger an anderen Orten arbeiten. Und das Ganze, wenn Sharing die Lösung ist, dann scheren wir es doch. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. Und wie gesagt, ja, wir erfinden sehr wenig. Wir müssen aber schauen, was ist der Zeitgeist und was macht Sinn, dass wir es applizieren. Wir müssen auch nicht jede Erfindung in die Behörden hineinnehmen. Das ist dann die andere Seite. Oder? Wir müssen wirklich sagen, wo haben wir einen Nutzen. Und wegen dem ist es von mir aus gesehen sehr wichtig, dass wir Nutzer und Nutzen getrieben sind. Also nicht nur das Machen, weil wir es jetzt einfach cool finden, salopp ausgedrückt, sondern wirklich, weil wir einen Mehrwert schaffen können. Das Analog und das Digital, das Bild haben wir im Fall auch. Das schnell schauen, der Demo ist im Fall krass, wie schnell der da Bilder rausholt. Das ist, glaube ich, die Zunge, schwarz. Ja, da habe ich es gesehen, es ist hinten dran, schau. Auch das. Es ist sehr schön, oder? Das Stempel ist ja das klassischste Bild, das man eigentlich hat aus einer Behörde. Und das Digitale ist dann recht der Computer. Stempelgebühren, etwas, das Leute immer noch nicht verstehen, zum Teil, warum es so etwas kostet. Es hat eine Studie gegeben oder auf jeden Fall irgendeine Untersuchung, dass in ein paar Kantonen irgendwie die Stempelgebühr bei dem Verkehrsamt immens zu hoch ist. Der Sparaspekt, den ihr immer wieder ansprecht, ja. Ich glaube, ist das nicht auch ein zentraler Punkt oder ein zentrales Element für die Leute, auch abzuholen schlussendlich, weil es einfach billiger wird und besser und effizienter? Also wir sehen das Bild da. Man hat hier ein Symbol von jemandem, der an einem Tisch hockt und analoge Sachen mit denen operiert. Und das heisst, wenn ich ein digitales Werkzeug habe, brauche ich das gar nicht, dann kann ich meine Zeit nutzen und etwas machen, was eben relevant ist. Und das ist der zentrale Treiber, also letztlich eine Form von Erfüllung, von Lebensglück, in direkter Betroffenheit. Und damit das gelingt, braucht es eben ein System hinten dran. Aber
Die Zeit wollen wir ja nutzen, dass es der Bevölkerung dient, weil Formular abschreiben ist etwa das Dümmste, was man machen kann, rein von der Zeit her. Also nutzen wir doch Zeit, für dass wir vielleicht eine Beratung kommen, jemanden können integrieren in den Arbeitsmarkt, dass wir jemanden, der eine Beeinträchtigung hat, den Zugang können ermöglichen können. Für das soll unsere Zeit genutzt werden und das ist doch völlig überzeugend. Es verliert niemand etwas, sondern aus seiner Zeit das machen es braucht. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich das eben nicht kann, selber. Und jetzt sind wir wieder im Begleiten, in dieser Reise, Säuferli auch, dass ich überhaupt in so eine Welt hineinkomme, wo das möglich ist. Und ich habe das Gefühl, dass analog, digital, wir Menschen sind letztlich analoge Wesen, wir sind soziale Wesen, wir lieben es, in der Nähe zu sein voneinander, für dass das mehr stattfinden kann im Interesse der Gesellschaft. Braucht es schlaue Digitalisierung hinten dran. Jetzt kann man ja sagen, das spart den Wahnsinnig. Ja, das spart Leerläufe. Aber es ist nicht grundsätzlich billig. Das ist wichtig, oder? Es spart sinnlos Ressourcen und setzt sie ein, wo sie sinnvoll sind. Aber es braucht Geld dafür, das das ermöglicht. Und es braucht ja Geld dafür, die guten Sachen, die eben wichtig sind, zu gestalten. Also das ist, spart wirklich bei Leerläufen. Und der Gewinn ist klar, dass wir eben unsere Welt ein bisschen besser machen. Aber es ist doch bei jeder Investition so, oder? Am Anfang kostet es ein bisschen und langfristig nachhaltig spart man, oder? Roberto, wir sparen schon mit der Digitalisierung. Also eben, es ist... genau. Nein, es ist so, ich habe das Gefühl, ganz klar, an gewissen Orten werden wir sparen. Der Jonathan hat es gesagt, dort, wo wir wirklich überflüssige Handarbeit ersetzen durch Robotisierung oder durch digitale Welt, wird man sicher sparen, auf alle Fälle unter dem Strich. So muss es ja sein, sonst rechnet es sich nicht. Auf der anderen Seite werden wir aber das Ersparte hoffentlich für Sachen einsetzen, wo es eben mehr Zeit braucht. Eben die Begleitung, das Enabling, neue Themen, die wir noch nicht haben, andere Sachen, die auf uns zukommen, wo wir uns vielleicht jetzt zu wenig oder gar nicht kümmern können, die müssen wir ja auch aufnehmen, die Bau. Und ich glaube, das ist wichtig. Also es ist nicht primär das Ziel, unter dem Strich einfach die Steuern zu senken, jetzt, um das ganz salopp zu sagen, sondern es ist die Mittel optimal einzusetzen. Das soll das Ziel sein. Und klar, sparen wir an gewissen Orten ganz sicher. Und das soll sich auch wieder auswirken auf die Bevölkerung. An anderen Orten werden wir aber halt vielleicht wieder Mittel sollen können einsetzen. Das ist auch das Ziel, oder das Freimachen. So funktioniert es ja in der Privatwirtschaft auch. Definitiv. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Nehmen wir noch zwei Bilder mit auf den Weg, wo ihr je etwas dürft sagen. Und nachher gehen wir nämlich schon weiter in den nächsten Programmpunkt. Da haben wir wunderschön die Entwicklung eigentlich vom Stein zum Rad, zum Gummirad, also zum Autorädli, zum Smartphone und Fragezeichen 2050. Was sind wir denn? Entscheidend ist ja hier, würde ich gerne das Rädli nehmen, das er da 1900 schreibt. Wir können sagen, was ist der Grund für die Erfindung des Autos? Mobilität, Effizienz. Ja, natürlich, aber mir ist ja nicht her, wenn überlegt, wie kann ich bessere Kutschen machen. Man ist fort von der Kutsche zum Motor gekommen. Also da geht es wie so einen Entwicklungsschritt. Und so ist auch das, klar, die Welt, in der wir drin sind, das ist so ein Entwicklungsschritt. Die digitale Gesellschaft, das ist ganz etwas anderes und so Schritte, die wird es immer wieder geben. Ich bin sicher, hier hinten dran könnte man den Mensch zeigen. Er würde jedes Mal fast gleich aussehen, vielleicht ist die Haltung ein bisschen mehr oder weniger gebückt. Aber es ist der Mensch in seinen ursprünglichen Bedürfnissen und was hat er in dieser Zeit auch noch geschafft, oder? Er hat er den ausgebeutet, relativ krass. Und darum habe ich das Gefühl, dass 50 wird nur dann einen schlauen Inhalt haben, wenn es uns gelingt, hier jetzt auch einen Schritt zu machen, ein bisschen zurück. In eine verantwortungsvolle Umgang mit unserer Welt. Und da bin ich sicher, mit clever genutzten digitalen Mitteln wird das möglich sein. Ja, sonst müssen wir nämlich den Planeten wechseln oder auf einen Trabant, wie der Mond einer ist. Das ist nicht unbedingt ideal, Roberto, aber trotzdem, ich glaube, das Bild, das wir hier haben, ist eben wirklich, man kann viel bewegen mit smarter Arbeit. Ja, also ich finde die zwei Bilder sehr gut. Also das Bild könnte ja hier stehen, von mir aus gesehen. Also es ist wieder ein grosser Schritt, den wir machen. Also wirklich so eine grosse Entwicklung. Rückblickend sieht man, ist alles ja so einfach zu lesen und alles so flüssig zu lesen. Das ist alles wunderbar, genau. Aber nach vorne geschaut ist es halt viel schwieriger, oder? Und dann kommt es eben wirklich formig auf den Mond. Ich habe das Gefühl, eben im 2050 werden wir alle zusammen sagen, hey, warum sind wir nicht früher drauf gekommen? Das ist alles normal. Aber es ist ein riesen Effort, den wir müssen leisten, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Also, es braucht immer ganz viel Effort, um eine neue Normalität zu erreichen. Und die wollen wir schaffen. Und für das müssen wir uns jetzt in den nächsten 15 Jahren massiv einsetzen.
Ihr seid dran, das spürt man. Merci, hat euch Zeit genommen. Jonathan, Gemma, Roberto, Gabone, es ist eine spannende Sache. Ich glaube, wir können ewig weiter diskutieren. Das machen wir auch in verschiedenen Gesprächen, in verschiedenen Formaten noch. Bleibt dran, das war das mobile Studio gewesen. Weiter geht es dann mit ganz vielen verschiedenen Gesprächen in allen anderen Studios. Also ihr habt wirklich die Wahl der Qual oder die Qual der Wahl, so ist es ja. Und ihr könnt auch alles im Nachhinein noch anschauen. Replay-Funktion jederzeit für euch verfügbar. Wir sind eigentlich das Netflix der Digitalisierung im Kanton und der Stadt Bern. Genießt es!